Einen wunderschönen guten Morgen hier, Mr. Bauer Gaming, mit einem Video zu den Mods, die gestern herausgekommen sind. Leider hatte ich gestern keine Zeit mehr und deswegen mache ich das Video heute und schiebe das heute nach. Daher gibt es heute zwei Videos, eines von den Mods von gestern und dann später das von den Mods von heute. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denen, die gestern beim Livestream mitgemacht haben, sei es im Studio und oder aber auch natürlich als Zuschauer, die sich dann auch dazu zum Beispiel überwunden haben, dem Discord beizutreten und Part von unserer Community zu werden. Wir starten mit den Updates und zwar kommt das erste Update für das Produktionen InfoHut von Akimobil, jetzt in der Version von 1.0.0.1 mit der Downloadgröße von 38 KB und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, fix für Pumpenhouses Kompatibilität. Das nächste Update kommt für das Objektlager von GTX, Downloadgröße 5,56 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Protokollwarnung und fehlende Sichtbarkeitsknotentexturen für Maze Plus Ballen und andere Modballen behoben, die zur Ballenliste hinzugefügt wurden, ohne eine Modumgebung oder ein Basisverzeichnis bereitzustellen. Dann das nächste Update kommt für die Karte Boneheath. Kommt von Brumi Pharma, Downloadgröße 268,74 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Waldfläche am Kuhhof jetzt kaufbar. Einige Felder rund um die Hauptfarm wurden geglättet und können nun korrekt geerntet werden. Probleme mit Toren und anderen Gegenständen auf dedizierten Server wurden behoben. Nicht notwendige Shop-Artikel wurden entfernt. Tore und Zäune auf Schaf- und Pferdeweiden werden jetzt mitverkauft, wenn das Gebäude verkauft wird. Es ist ein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update kommt für den MAN TGX 26640 Plattform von Farmer 22, Downloadgröße 9,23 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, leichte Konfiguration, Attacher-Konfiguration, jetzt kann man also den niedrigen Attacher anschließen und der Fahrgast wurde hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den MAN Gülletank von Eduardo Chiviero, Downloadgröße 14,27 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Option für Wassertransport hinzugefügt, Problem beim Entladen von Gülle gefixt, Anpassung des optimalen Effekts. Der Roller von Castan 18 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 1,2 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Farben und Lackierung behoben. Das nächste Update kommt für das Lizard Trailer Park von Castan 18 und The Florke, Downloadgröße 46,34 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Helferfehler behoben, Farben umbenannt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Update und zwar ist dies für das mittlere Bunkersilo von Kobi, Downloadgröße 2,64 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, den Reifen wurde eine Schneemaske hinzugefügt. Damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese AG2.420, kommt von Jarvis One, Downloadgröße 5,62 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Scheibenecke hier, kommt mit einem Gewicht von 880 Kilo, braucht 80 PS, hat die Arbeitsbreite von 2,40 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 2500 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard zu Walze oder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Agromarsch AT. Diese kommt von JMZ und VNSFDG2. Downloadgröße 11,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein Paket von zwei Grubbern, respektive Scheibenecken und natürlich eine Markierung. Wir schauen uns die kleinere an, die wiegt 1,2 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, kostet 14.000 Euro. Das Design kann geändert werden von der Rohrstabwalze zur Packerwalze und zur Ringwalze und zurück geht's. Und Anhängerkupplung gibt es Standard oder Aussaatabschnitte, was dies genau verändert, weiß ich nicht. Das ist also hier wahrscheinlich das hier, dann kann man hier wahrscheinlich noch eine Sämaschine anhängen. Das ist wahrscheinlich so gedacht. Dann haben wir dasselbe, aber ein bisschen größer, 1,6 Tonnen, braucht 150 PS, 4 Meter ist die Arbeitsbreite, alles andere bleibt identisch, der Preis liegt bei 24.000 Euro. Dann haben wir noch diese Markierung hier, das heißt, das kann hinten oder vorne dann angehängt werden, nach hinten dran gehängt werden, 250 Kilo,
kostet 3500 Euro und kann natürlich mit dieser Farbpalette hier bemalt werden. Hier haben wir es hinten angehängt, man kann das wahrscheinlich auch vorne anhängen. Die Bearbeitung finde ich ziemlich gut gemacht, also schön aufgelöst, alles super schön gemacht, wunderbar. Wir kommen zum Lizard MT270 von Holz FS, Downloadgröße 3,9 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein Schiebeschild, ist wahrscheinlich gedacht, um hinten am Traktor angehängt zu werden, kostet 1800 Euro und wiegt 800 Kilo. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Warzi. DE250 kommt von Flying Dutchman, Downloadgröße 4,93 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Einstreuer für Strohballen und zwar wird empfohlen, hier Rundballen zu nehmen mit der Größe von bis zu 1,25 m, damit das Gewicht korrekt verteilt sei. Ansonsten müsste man hinten dann noch ein Gewicht anhängen. Dieser, wie gesagt, fast eine Balle, wiegt 500 Kilo und kostet 2100 Euro. Kann natürlich entsprechend Stroh eingestreut werden. Ganz klassisch, ganz normal. Damit kommen wir zum Lizard D882. Dieser kommt von Hydraulik und Kastan. Downloadgröße 14,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Kipper-Anhänger hier mit einem Ladevolumen von 18,5 Kubikmeter, wiegt 6,3 Tonnen und kostet 21.500 Euro. Hier kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, ja oder nein. Dann gibt es hier Breitreifen, die Reifentypen, wobei das für mich jetzt nicht als eine Breitreife ausguckt. Dann gibt es die Pflegebereifung, das ist aber optisch, ändert sich nicht viel. Es sind also keine Breitreifen, sondern ganz normale Reifen. Fahrgestellfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, natürlich das Fahrgestell, dann die Hauptfarbe, die Aufbaufarbe, das ist diese hier. Abdeckung kann ebenfalls eingefärbt werden mit dieser Farbpalette hier. Dann gibt es die Felgenfarbe, da kann dieselbe Farbpalette ausgewählt werden. Damit kommen wir zum Lizard YT193 Yard Truck. Dieser kommt von Pascal Kautz, Downloadgröße 7,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein LKW, der dazu bestimmt ist, Anhänger innerhalb eines Güterbahnhofs, Lagers oder einer intermodalen Einrichtung zu bewegen. Also das ist nicht gedacht, dass man mit dem von A nach B fährt, sondern das ist für das Arrangieren gedacht. Dieser kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 195 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 290 Litern, 60 Litern DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,5 Tonnen und kostet 63.000 Euro. Die Motorenausführung gibt es, wie gesagt, die 195 PS Version. Und dann gibt es noch die 225 PS Version. Dann kann hier die Hauptfarbe gewählt werden aus der Standardpalette. Dann die Designfarbe ebenso, betrifft den unteren Teil und die Felge, das ist klar. Die Felge. Der Klang ist schön, das ist Standard-Sound. Hier kann behoben gesenkt werden. Dann Türen können auf- und zugemacht werden, also die eine Tür, das ist klar. Wir kommen zum 50 Fuß Schwanenhals Transportanhänger. Dieser kommt von 82 Studio, Downloadgröße 24,49 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Anhänger hier erstmal die kleine Version, wiegt 5,1 Tonne, kann transportieren, also hier Ballen mit dem Umfang von 125 bis 180 cm und natürlich auch alle Quaderballen. Der Preis 8000 Euro. Funktion Standard. Gibt es integrierte Abteile, da sollen anscheinend auch noch Schüttgüter aufgenommen werden, wie zum Beispiel Weizen und so weiter. 4600 Liter ist dann hier das Volumen. Dann gibt es hier die unreale integrierte Abteile mit 46.000 Liter. Dann gibt es den Ballen Autoload. Hier kommen dann die Angaben, welche Ballen verwendet werden können. Dann geht es zurück zu Standard. Dann bei den Reifenherstellern gibt es zwar alles Lizard, aber es gibt verschiedene Optionen, wie diese Achsen hinten verteilt sind. Dann Reifenvariante, ja, da gibt es Standard und Standard 2, Nokian und so weiter. Ladeflächen gibt es die flache, dann gibt es Rampe oder die hydraulische Rampe. Kotflügel kann man hinzubauen, natürlich. Design gibt es Bodenpaneele 1, 2, da gibt es verschiedene Designs, glaube ich 5 sind es an der Zahl. Anbaukupplungstyp gibt es den Schwanenhals, so wie der Titel sagt, und natürlich eben auch noch die andere Version als Stoßstangenkupplung. Extras, Seitenschienen können hinzugebaut werden, ja, klappbare Holzrungen, andere Erweiterungen, ich sehe zwar nicht, was jetzt hier passiert, vielleicht müsste man da einen anderen nehmen, zum Beispiel hier integrierte Abteile,
Dann gibt es die Länge, die kann konfiguriert werden. Dann gibt es weiter Länge, die kann konfiguriert werden zwischen 20, 30, 40 und 50 Fuß. Ist natürlich nicht möglich, wenn man die Ballen-Option hat. Also Ballen Autolog kommt immer als 50 Meter Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der riesengroßen Farbpalette gewohnt nach 82 Studio Stil. Die Designfarbe natürlich ebenso. Das ist dann hier dieser Kasten. Und die Felgenfarbe ist klar, kann daraus hier gewählt werden. Die nächste neue Mod heißt Lizard Radlader Erntevorsatz Adapter. Kommt von Solar Guy Modding. Downloadgröße 0,36 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Adapter hier. Wiegt 600 Kilo und kostet 700 Euro. Der Anschluss kann gewählt werden zwischen John Deere, Case, Class oder Fendt Anschluss. Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Dieses Teil ist natürlich praktisch, damit kann man eventuell sein Schneidewerk einfach eben auf einen Tieflader oder so weiter kann man aufladen oder man kann es so auf dem Hof rumtransportieren, zur Werkstatt bringen und so weiter. Man muss das nicht mit dem Drescher machen. Eine coole Sache. Damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Palettenregalpack, kommt von Togrim, Downloadgröße 2,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden zum einen im Baumenü unter Tools, ist dieses hier, das ist gedacht für Big Bags oder natürlich Paletten, also IBC Tanks und Paletten. Da kann man dann mit der Schaufel runterfahren und kann man diese auffüllen zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Version der Bienen. Das ist diese hier, da werden dann die Bienenhonig-Paletten hier drauf gespawnt. Vier Stück passen da drauf von der Anzahl von den Paletten und zwei Big Bags passen hier drauf. Kostenpunkt zum Hinstellen 100 Euro jeweils und ja, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Die nächste neue Mod heißt Saatgutproduktion 320, kommt von Piesel, Downloadgröße 1,28 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Produktion und Fabriken. Ist diese Fabrik hier, also dieses Element hier, Kostenpunkt 1800 Euro. Und hier kann natürlich Saatgut produziert werden. Hier können wir sehen, dass die eingehenden Güter sind Weizen, Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Raps und Mais, sowohl wie auch Saatgutbehandlung flüssig. Das ist benötigt, also dann jeweils 100 Einheiten des Getreides, was man reingibt, dann ein bisschen von dieser Saatgutbehandlung und man kriegt Saatgut. Die Saatgutbehandlung kriegt man im Store, im Shop, einmal als 12 Liter Version, 30 Euro das Paket und einmal die 20 Liter Version hier mit 60 Euro Preis. Das ist das, was hier zu dieser Produktion gehört und ich finde die niedlich. Die nächste neue Mod heißt Modernes Maschinenhallenpaket. Dieses kommt vom Farmer 5 Tom. Downloadgröße 10,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es einmal diese Halle hier und dann gibt es noch die gespiegelte Version. Und da hier können die Torfarben verändert werden. Einfach die M-Taste benutzen und da könnt ihr durchschalten, welche Farbe ihr haben möchtet. Kostenpunkt zum Hinstellen 100.000 Euro. Unterhalt pro Tag 40 Euro. Ist klar, heißt Maschinenhallenpack. Hier drin gibt es einen Werkstatttrigger. Das ist auf dieser Seite hier. Findet man auch einen Lichtschalter. Dann gibt es auf der anderen Seite eine Schüttguthalle oder die kann man nutzen als Garage, Unterstand, was auch immer. Kann aber auch als Schüttguthalle benutzt werden. Hier oben kann man auch noch Sachen lagern, wenn man das möchte. Hier gibt es das Licht für drinnen und hier ist der Schalter für das Außenlicht. Und das Ganze natürlich noch in der gespiegelten Version. Die nächste neue Mod heißt Werkstatt und Lager, kommt von BK Mods, Downloadgröße 6,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools ist diese Anlage hier. Kostenpunkt zum Hinstellen 10.000 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Hier gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Hier gibt es halt einfach den Werkstatt-Trigger, das ist das hier. Dann gibt es hier natürlich noch eine Schüttguthalle. Das ist im Prinzip die Standard-Schüttguthalle, die wir ja schon haben.
Hier kann natürlich die Palettenregale sind auch dabei. Natürlich kann hier das genutzt werden zum Lagern von Paletten, Big Bags und so weiter und so fort. Ich habe also vergeblich versucht, hier einen Lichttrigger zu finden. Den habe ich nicht gefunden. Ja, vielleicht geht hier dieses Licht einfach dann automatisch an, wenn es dunkel wird. Die nächste neue Mod heißt Eisproduktion, kommt von LSMT Modding Team, Downloadgröße 8,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden zum einen unter Produktion und Fabriken, das ist diese Fabrik hier, 120.000 Euro zum Platzieren, 85 Euro Unterhalt pro Tag. Dann gibt es bei Verkaufsstationen noch einen Tante-Emma-Laden, und zwar der verkauft dann eben unter anderem eben auch das Eis, was wir hier herstellen können. Kostenpunkt zum Platzieren 40.000 Euro, Unterhalt pro Tag auch 85 Euro. Das sind die Rezepte für die Erstellung von entweder Schokoladeneis oder eben Erdbeereis. Das ist klar, das Einzige, was ändert, ist natürlich die Zugabe von Schokolade oder Erdbeer. Wird natürlich so herausgegeben und das können wir dann auch verkaufen, natürlich beim Tante-Emma-Laden. Dann machen wir doch gleich mal. Ja, 6.750 Euro knapp für Mitten August. Ja, das ist doch gar nicht ein schlechter Preis. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wunderbar. Wir kommen zum Bergehallenpack. Dieses kommt von Eddie und Müwe. Downloadgröße 26,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Gebäude und Hallen. Da gibt es drei verschiedene Versionen. Einmal Bergehalle Typ Klassisch A. Also Typ A, Typ B, Typ C. Und dann gibt es noch der neue Stil. Das ist dieser auch. Typ A, B und C. Kostenpunkt zum Platzieren jeweils 125.000 Euro. Unterhalt pro Tag 26 Euro. Betreten verboten, Rauchen verboten. Das ist diese Halle hier. Da gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen zu. Auch hier habe ich keinen Lichttrigger gefunden. Weder draußen noch drin. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser alter Kuhstall mit Garage, kommt von Matei Mods. Downloadgröße 15,34 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Tiere und Kühe ist dieses Gebäude hier. Kostenpunkt zum Platzieren 120.000 Euro, Unterhalt pro Tag 30 Euro. Dieser Stall, der bietet Platz für 80 Kühe. Ich habe jetzt schon mal 60 Holsteiner mit reingemacht. Das ist dies hier. Wir können auch gerne mal reingucken natürlich. Wir werden das natürlich auch uns anschauen. Hier haben wir natürlich den Lichttrigger. Und dann gucken wir mal, ob hier Heu und Strohballen angenommen werden. Wir bringen mal die Strohballe rein. Also Heuballen werden hier schon mal angenommen. Das ist doch mal schon eine gute Sache. Und hier die Strohballe, die werden wir mal gucken, ob diese auch angenommen wird. Ich hoffe ja. Ja, Strohballen werden hier auch akzeptiert. Das ist hervorragend, eine super Sache. Hier ist natürlich der Milchausgabe-Trigger, der Kauf-Trigger und hier die Güllenausgabe. Hier kann man noch hochgehen, hier kann man Stroh und so weiter lagern. Und das kann man dann auch zum Beispiel hier runtergeben. Das ist eine große Sache hier oben. Da gibt es viel, viel Platz. Muss natürlich erstmal ein Gerät hochbringen. Hier gibt es sogar noch oben Licht. Das ist hervorragend, sehr schön. Wenn wir einmal rumgehen, da kommen wir dann auch noch zum Garagenteil. Der ist fast ein bisschen versteckt hier. Das ist dann die Garage. Natürlich auch mit Licht. Und mit einem direkten Zugang zum Stall. Direkt hier zu den Kühen rein. Wunderbar. Kann man auch noch das Tor aufmachen, damit diese raus können. Ja, damit die oben draußen auch rasen können. Ja, also ein sehr komplettes Gebäude. Finde ich sehr schön gemacht. Wenn man hier noch einen Werkstatttrigger mit reinmacht, dann hat man ja alles komplett. Perfekt, wunderbar.
Tja, das war es dann auch schon wieder von den Mods von gestern. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Inhalte dieser Art verpassen? In dem Sinne würde ich sagen, es ist schon kurz vor Wochenende. Ich wünsche euch schon jetzt ein schönes Wochenende, ob schon heute noch ein Video kommen wird. In dem Sinne, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns sehr bald wieder. Danke, tschüss und hasta luego.